Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen React hier auf Pietsmeet TV. Heute mit Alan aus Sebastian. Hallo. Wir schauen mal wieder ein Best-of von einem etwas kleineren Kanal an. Der hat nämlich mal ein Best-of Pietsmeet Mai 2023 hochgeladen. Ist jetzt auch schon wieder ein bisschen her. Und mal gucken, wieso sein Take auf diesen Monat im Pietsmeet-Universum war. So lange ist das schon her, dass wir die Dings geguckt haben. Ja, ist fast vorbei. DCP, ne? Ist schon krass. Auch von den Events her, fast durch. Jetzt müssen wir aber Platz machen. Jetzt müssen wir aber sehr weit zurück mit der Kamera. Die Öffentlich-Rechtlichen sind auch da. Die Jüngste. Okay, ich habe euch gehört. Ich ignoriere euch. The Senate will decide your fate. I am the Senate. Not yet. Ja. Ich gehöre zur Fanbase. Zur reasonable Fanbase. Karl Lauterbach hat drei Wörter gesagt, das ist schon gelogen. Ja. Erste Lüge, 32 Sekunden. Christian, wir machen das. Nein! Wildert das hier schon? Nein, weg der Hund! Alter, ist der sauer auf mich? Warte mal. Und. Der Hand! Oh fuck! Was? Ich wollte einfach nur bellen und dann hat er mir lang geschliffen und sofort tot. Ich brauch Sprit. Das wäre 10 von 10. Gott, ich brauche ein Glück, das wäre leicht geholfen, wenn wir uns das jetzt so lange so geil. Ja, ich weiß. Entziehen. Lass mich noch ganz kurz. Ich bin immer noch nicht geflogen, fällt mir. 4. Moment. Ich auch nicht. Dabei hat Fischi uns das gezeigt. Jetzt sag mir nicht, dass ich das ausgekippt habe. Nein! Scheiße. Wer hat denn der uns das gezeigt? Indem der in PUBG damit rumgeflogen ist und von oben auf Leute gesnipert hat. Ja, aber dadurch weiß ich ja nicht, wie das geht. Ja, du warst besser als ich, weil ich konnte schon zugucken. Achso. Okay. Hat eigentlich irgendjemand anmoderiert? Ja. Hallo, wir sind die Ersatzanmod, weil die anderen das verkackt haben. Herzlich willkommen. Freunde, es ist wieder soweit. Es geht los. Willkommen beim Hallo. Piloten zu... Ist wieder so ein Fiebertraum alles. Ach, scheiß drauf. Ich merke mir das sowieso nicht. Antreten! Kommandant Zepke, ruf zum Einsatz! Fick Erika! Willkommen zurück zu einer Folge. Oh, wohl, genau. Was geht aber ganz schnell? Willkommen zurück zu einer Folge. Ich bin mega sneaky unterwegs hier. Ladies and Gentlemen, sorry für die kurze Unterbrechung. Wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag. Ja, wir können die Tür aufmachen, wa? Ah, das ist gut. Nee, können wir nicht. Doch, klar können wir das. Warum, hast du einen Schlüssel dabei, oder nee, was? Nee, aber wir sind in Multiplayer-Modus. Alle Türen gehen auf. Die kann man nicht aufmachen von der Seite. Ich kann auch verdoppeln, ich verdoppel. Ich dachte, der Multiplayer-Modus. Da kriegst du so eine Karte, Peter. Oh, Leute, das hab ich vergessen! Boah! Aber bei 19 würde ich auch verdoppeln. Stark. Nächste Person ist Katja Epstein. Alles muss versteckt sein. Ich bin nicht so einer. Ich sage eigentlich immer das, was ich denke. Wow. Oh, stark, ey. Dann würde ich mit dem Auto suchen und dann würde ich, glaube ich, tatsächlich nach Dingens gehen. Hier nach, nicht unbedingt nach Gegner, wobei Gegner sind auch nicht schlecht. Nach hier Rüstung bei sogenannten geilen Fliegern. Der macht bei mir dauerhaft dauerhaft hier diese, keine Ahnung, was der da macht. Ach, ja, Peter, das sind vier so, das ist diese Stern. Also das ist nicht so ein 5, wie du das, vielleicht erkennst es nicht, aber es sind die ganz normalen 5. Ist was, der wieso? Da hast du doch auf dem Radar. Ja, aber das, nicht jeder Weg ist ein Weg. Also ich werde jetzt hier ausgenommen, ja, wie so eine Person, ja, die ausgenommen wird. Schon wieder. Wie so eine. Deshalb ist Jay heute auch nicht da, weil sonst wäre der nämlich mit dabei. Boah, mit hä? Wie viele Menschen wohnen denn in Fort... Peter ist ein Wichser. Was? Ich brenne innerlich. Ich brenne innerlich. Ja, da ist Feuer in meinem Cockpit. Wow. Ich glaube, das ist unser neues Werkzeug, wenn ich das so richtig verstanden habe. Later. Jetzt wird hier durchgehoppelt. Und Bram geht auch wieder ran. Guck mal, ich habe auch was für euch. Cock. Ja, aber selbst wenn er sich um einen Baum wickelt, fickt er dich tot. Das stimmt. Also wenn er muss schon ein großer Baum sein. Mehrere Bäume. Also ich würde mal ganz hart bei Peters Arsch schnüffeln gehen. Peter, ich bin genau an deinem sniffigen Arsch. Das ist das Loch. Ich weiß doch gar nicht, ob wir abtreiben. Ich komme hier hoch. Was soll das, Christian, jetzt anschließen?
Schönen Bums. Nimm es einfach. Christian, wir sind eins. Oh. Ich hab in den Arsch gekriegt, ja. Alter, ich flieg immer noch. Und ich freue mich, gleich zu dem Höhepunkt zu kommen. Was geht das, Digga? Unfassbar! Wieso bin ich wiedergekommen? Süßigkeiten motivieren mich. Ich tue mich so schwer, jetzt nicht Richtung sexualisierte Fragen zu gehen. Let me see your identification. Nein, das sind nicht die Opfer, die ich treffen will! Hast du Spaß, Bram? Nein. Kann ich feiern? Ich bin gekillt worden, weil irgendwer auf mir gebaut. Ich bin im Bunker! Ja, aber ich sehe dich nicht, ich sehe nur deine Fähigkeit. Ja! Du kannst dich umgucken, jetzt holt mich! Ich kann auch nicht respawnen. Kann auch gar nichts mehr. Das war so geil. Das war so direkt am Anfang. Wir spielen zu viert, so Sepp direkt tot, konnte nicht wieder neu kommen. Einfach dann für die ganze Aufnahme für den Arsch gewesen. War einfach komplett raus. Aber vom Gunplay so, das war einfach Hirn aus und in die Viecher reinhalten. Irgendwer hat dann schon gebaut, bist einfach den Leuten hinterher gerannt und hast in die Viecher reingehalten. War mega ganz Spiel. Witzig so. Ja, lustig war es schon. Drücken. Ich sag mal so, lass die einfach alle wegschießen. Guck mal das Ganze jetzt von oben an. Mein Spiel ist abgestürzt. Wir haben die Welt ein bisschen besser gemacht. Das klang cool. Ich finde, die müssen noch ein bisschen mehr Zitat. Oh, die der war eine gute Mann. Das ist blöd. Ich weiß nicht, was da explodiert ist. Hä? Hab ich den gekillt? Wo ist er hingerannt? Leute, der liegt da! Ich hab ihn gekillt! Alles klar, Lucky. Des Monats. Das Büffel und let's go. Natürlich, Worms. Das war richtig scheiße. Also, hi. Nach oben. Jawoll! Nein! Jawoll! Jawoll! Das kann nicht wahr sein. Das kann nicht wahr sein, als wenn du das mit mir überlebt hast. Nein! Jetzt gewinnt er das. Mädel. Ah, schön. Nice. Oh Gott. Okay, ich bin direkt tot. Ist schon tot. Lol, Sepp hat die Landung vermasselt? Bitte was? Lol, hat die Landung vermasselt? Sepp ist tot! Das Model T gibt's in jeder Farbe, solange die sie schwarz ist. Die Schadenfreude ist bei mir irgendwie Frage 4. Henry Ford prägt auch den Satz. Jeder Kunde kann sein Auto in der Farbe seiner... Solange ich am Arsch. Ja, richtig. Leck mich am Arsch. Ich sag es doch. 10 von 10! Kann ich den Boden nicht zerstören? Komm ich denn da hin? Okay, hier komme ich auch nicht drunter. Okay, das geht jetzt. Das ist auch echt hoch gewesen. Okay, let's go. Haben wir schon mal Waffe 1. Waffe 2. Ein Motorrad. Waffe 4. Zwei Viertel ergeben ein Ganzes, ne? Okay, kann ich auf so einen fahrenden Zug aufspringen? Oh. Nicht davor laufen, logischerweise. Warum kann ich nicht auf einen fahrenden Zug springen? Auf einen zugenden Fahr? Ich werde sowas von einem verhaften lassen. Oh oh. Ich werde sowas von alleine verhaftet. Wir sollten Motorräder verbieten. Die sind doch viel zu easy, um an Autos vorbeizukommen. Ja, ich merke schon, ihr kommt da ganz gut durch. Hey, schlürf, was macht das? Keine Ahnung. Warum heile ich mich einfach? Aber ich könnte ja hochfahren und dann stehen. Das ist gut. Ich kann meinen Bildschirm auch, mein Schreibtisch auch hochfahren. Ja, so ist gut, Jay. So ist gut. Was hast du ein Hans, Alter? Ich bin einfach ein blinder Fisch. Ich dachte Bastard, wie sagst gesagt, du jetzt, aber. Was? Wow. Ich dachte Bastard. Ich bin sehr gespannt, was bei Jugendschutz ist. Wenn das jetzt einfach das Alter ist, dann kannst du bitte den Bram-Sound einspielen. Bram. Kannst du bitte drücken? Ah, andere Seite vom See. Ah, sehe ich mich einfach nicht. Das ist das Schlimmste. Das ist das Schlimmste. Das ist schlimmer, ich. Der hat doch gewonnen. Ich fahr jetzt Sofa. Allein. Volkswagen. Das Auto. Ja, runter da. Das war eine der besten Szenen. Time! Willkommen till et nytt
Avsnit af Pizmit kocht Idag Lager wie Köttbullar. Was geht da denn? Nackt zerhackt und angekackt. Wir machen nämlich Köttbullar. Lukas Testo-Rezept. Da bin ich ja gespannt, was das wieder sein wird, ne? Wir machen heute Pilzlasagne. Ah, guck mal, wir brauchen dafür die Pilze war und richtig Tomaten geil. Und Kräuter. Ja, die müsste ich eigentlich machen. Bla, ich darf eh nicht. Als Zutaten brauchen wir irgendwas, was gammeliger aussieht als das zwischen meinen Beinen. Ew! Ew! What the fuck? So wie das hier im Rezept steht, sind das Frikadellen. Diese Flasche gefunden. Das sieht irgendwie aus wie italienische Limo. Limoncelli ist das, oder? Was zum Geier? Ach, das ist Likör. Also ich verstehe es noch nicht ganz. Also... Ladies and Gentlemen, we got it. Da alles rauskommen, was keine Miete zahlt. Verpiss dich, du Hurensohn! Das geht nicht. Ah. Da ist ein Ei drin. Die Chili Ballas. Upsi. War ich das etwa? Haben wir gehört, boah, jedes Mal, wenn man eine Nudel kaputt bricht oder eine Lasagneblatt, stirbt ein Italiener. Also tut mir leid. Also nimm quasi Mixer, du Wichser. Au, au, au. Heißt das bei Ikea? Bei Ikea? Bei Ikea? Beim Ikea? Geil. Ja, ist sehr gut. Ja, ist doch jetzt okay. Halt doch jetzt dein Maul, Junge. Und jetzt haben wir so Paniermehlklumpen hier drin. Mist, Mann. Leck mir was! Oder so ähnlich, ich weiß nicht. Nein, Darth Maul, ich will wechseln, ich bin doch kein Guder. Hey Rita, ich kann fliegen. Hallo. Ich bin dein Vater. Wir reden mal das bitte. Captain on the bridge. Oh mein Gott. Ja, ich hab den High Ground. Anakin. You underestimate my power. Aber irgendwie, er stirbt nicht. Stirb. Jetzt bist du Kebab. Schaschlik Kebab. Auch genug davon jetzt. Ja, was war das denn? Sie waren das jetzt schon gesehen. Okay. Hey, was ist das denn? Kennst du 2? Holy fuck! Die nächste Folge wird safe nicht besser. Das weiß ich jetzt schon. Oh, 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 oh. Fröhliche Weihnachten alle zusammen! Was? Es ist mitten im Sommer. Time to say goodbye. It's time to say goodbye. Time to say goodbye. Das war lustig. Also ich sag mal, den Film fand ich noch mit am lustigsten. Die Filmszenen, ja, ja. Die waren sehr random, also und sehr witzig. Ich finde, er hat eine der besten Szenen, wo ich auf dem Boden gelegen habe vor Lachen bei Trailer Park Boys, wo Jim Leahy da diese halbe Treppe von dem Ding runterfällt, weil er so besoffen ist. Und das war so lustig. Dafür schon Daumen hoch. Danke dafür, dass ihr heute eingeschaltet habt. Euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Bis dahin. Haut rein. Tschüss.